Traiskirchen wird immer mehr zur Sportstadt. Nicht zuletzt durch die Eröffnung der ATC-Akademie, hinter der die Tennisasse Dominic Thiem, Anastasia Sevastova und Dennis Novak stehen. Geleitet wird die Akademie vom Teampapa Wolfgang. Am Leistungsstandort des ATC in Traiskirchen trainieren ab sofort nicht nur die größten heimischen Nachwuchstalente, sondern auch die gesamte nationale Spitze rund um Dominic Thiem und Dennis Novak. Es ist uns gelungen, da in den letzten 3-4 Monaten eine Anlage zu schaffen, die halt alles hat, was man für die Ausbildung zu einem Tennisprofi benötigt. Und das freut mich extrem. Wer darf hier kommen? Also grundsätzlich wollen wir jetzt die Anlage öffnen für Spieler, die halt das Ziel haben, Tennisprofi zu werden. Also es steht ganz klar der Leistungssport im Vordergrund. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, es gibt in Alt-Erler eine Tennisschule. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel hierher kommt und sagt, er möchte Tennis spielen lernen oder er möchte 2-3 Mal in der Woche Tennis spielen, dann werden wir versuchen, den in Alt-Erler in der Tennisschule unterzubringen. Und hier wollen wir halt wirklich nur Leute oder Spielerinnen und Spieler haben, die halt das Ziel haben, Tennisprofi zu werden. Ihr habt in ziemlich kurzer Zeit hier ziemlich viel auf die Beine gestellt. Ja, ich bin heute auch etwas stolz und müde gleichzeitig. Wir haben binnen weniger Monate jetzt diese Idee des Leistungszentrums umgesetzt. Ursprünglich wollten wir ja mit dem ÖTV kooperieren, da sind aber die Verhandlungen leider gescheitert und dann haben wir gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg und machen ein eigenes Leistungszentrum. Das ist eben eine sehr, sehr coole Sache, dass wir da jetzt so eine gute Halle haben, dass wir da eigentlich perfekte Trainingsbedingungen haben auch und von dem her, ja, könnte es nicht besser sein. Wir sind natürlich, was soll der Bürgermeister sonst sagen, sehr stolz drauf, dass jetzt dann Dominic Thiem ja jede fünfte Woche im Jahreszyklus, also 10 Wochen lang in Traiskirchen sich auf große Turniere vorbereitet, jetzt aktuell für das Stadthallenturnier. Wir haben hier die beste Infrastruktur errichtet bekommen über bei der Tennisakademie und ETC. Und das ist natürlich schon etwas. Der Dominic ist das absolute Aushängeschild, natürlich für einen Bürgermeister gut, die Stadt wieder anders zu präsentieren, dass Traiskirchen attraktiver Standort für Spitzensport ist. Wie toll ist das jetzt für euch und für Sie persönlich, dass es hier zu einem Zentrum gibt? Ja, natürlich, das Zentrum ist die eine Sache. Die andere Seite ist einfach das Trainerteam und das Mittrainieren. Also das ist, glaube ich, wenn das Trainerteam stimmt, dann ist also das ist natürlich das Wichtigere als die Infrastruktur. Und da ist es natürlich cool, einfach unter Wolfgang Thiem trainieren zu können als Rollstuhltennisspieler. Das ist eigentlich weltweit einzigartig, dass ein Rollstuhltennisspieler im gleichen Team trainiert wie ein ATP-Profi. Weil wir sind ja im gemeinsamen Platz, machen die gleichen Sachen und das ist eben das, was eigentlich für mich das Spezielle ist. Und dass das alles dazu einen Rahmen bekommen hat, ist natürlich nochmal Wahnsinn. Ich habe schon ein paar Mal trainiert, auch vor dem ATC hier in Traiskirchen im Winter. Und jetzt ist kompletter Unterschied, also es schaut viel besser aus und ja, das ist schon eine europäische Anlage und Infrastruktur für eine gute Akademie. Ich glaube, man kann planen, dass man sagt, wir bringen konstant eben Jugendliche, Mädels und Burschen zu den Junioren-Grand-Slam-Turnieren. Ich glaube, der Anspruch ist da und dass man dann halt immer wieder Spiele in die ersten 100 bringt. Ich glaube, wenn der Anspruch erfüllt wird oder wenn wir das erreichen, dann machen wir gute Arbeit.